Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Gestern Abend wurden wieder einige Schüsse in meine Richtung, aber auch in Richtung von Hank Loose gefeuert und der Drachenlord hat sich ein wenig lustig gemacht über den guten Hank. Und da wollen wir doch gleich mal reinschauen und uns mal anhören, was er da so zu sagen hat. Außerdem hat er fast ausschließlich mit Birella gestreamt, über die wir auch gleich nochmal ein bisschen reden werden. Wir schauen diesmal bei Battlen und Meddeln und dann lass uns auch mal gleich loslegen. Danke, Marius. Tut mir echt leid, dass ich jetzt hier esse, aber ich will nicht, dass es kalt wird und ich konnte einfach früher nicht essen. Einfach ein Match können wir dann gleich machen, ja. Aber ich möchte es kurz essen, aber bevor ich jetzt mit der Birella ein Match mache, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit das Ohr voll kauen. Eigentlich will ich das euch auch nicht. Aber macht er natürlich trotzdem. Anstatt dann zu sagen, hey, wir fangen 15 Minuten später an, ist er lieber im Stream und kann so noch Almosen sammeln, wenn er sich das schöne Essen vom Lieferdienst schmecken lässt, für das er mal wieder wahrscheinlich Unsummen an Geld ausgegeben hat. Mahlzeit. Hallo. Warum hast du mich 10 Minuten warten lassen? Weil ich eigentlich am Essen bin und ich wollte dir jetzt nicht ein Ohr abkauen. Deswegen. Und warum hast du nicht vor dem Match gegessen und dann? Weil ich das zeitlich nicht geschafft habe. Ich bin heute nur am Rumrennen. Ach so, was machst du denn? Zwischendurch habe ich hab gestreamt auf Kick, dann musste ich zwischendurch noch ein paar Videos vorbereiten. Ach Ich habe heute so. Morgen ein Video vorbereitet, habe ich hochgeladen auf meinem Odyssey-Account, also ich bin nur im Trouble. Nur im Trouble, der gute Herr. Rendern ist halt harte Arbeit. Man könnte ja auch eigentlich sagen, dass diese Aufgaben, die er da aufzählt, wie zum Beispiel das Video hochzuladen auf Odyssey, vermutlich nicht mehr als 10 Minuten Arbeit gewesen ist. Aber lasst mich hier nochmal gerade ein paar Sätze zu der Birella sagen. Nummer 1, für mich kommt dieser Akzent wirklich gespielt rüber. Nummer 2, diese Filter im Gesicht sind unerträglich. Findet sowas jemand hübsch, jetzt mal ernsthaft gefragt? Ich meine, man sieht das sehr oft im gesamten Stream, wie die Haare vorm Auge sind und das Make-up dann halt auf den Haaren auftaucht oder wenn die Hand mal vorm Mund ist, dass der Lippenstift auf der Hand zu sehen ist. Ich finde sowas einfach unglaublich schrecklich. Also generell so viel Make-up auch in Wirklichkeit zu tragen, aber dann das noch als Filter zu machen, also den Leuten vorzuspielen, dass man unnatürlich aussehen möchte? Ja, weiß nicht, egal. Ich finde Make-up in solchen Mengen, wie der Filter das halt darstellt, schon maximal unschön. Aber das kann ja auch nur meine Meinung sein. Zu dem Gespräch zwischen den beiden, tja, wie soll ich das am besten sagen, da haben sich wohl zwei gefunden. Der Drachenlord erzählt viel von seiner Schallplatte die ganze Zeit, wobei der größte Teil natürlich gelogen ist, und sie nimmt das alles ohne zu hinterfragen als bare Münze auf. Intellektuell würde ich beide vermutlich auf die gleiche Stufe einordnen, aber bei ihr merkt man das, dass sie halt nur auf den Fame aus ist. Der Drachenlord will es zumindest so verkaufen, dass er das für die Fans macht und nicht für das Geld, aber sie sagt es direkt, sie macht es halt für das Geld und für die Geschenke. Neben dem Geld will sie halt diese Reichweite und Fame noch abgreifen von ihm und scheinbar ist sie der Meinung, dass ihr das am besten gelingt, wenn sie jetzt mit dem Drachenlord zusammen streamt. Ob das die richtige Vorgehensweise ist oder sie sich vielleicht lieber mal mit Kevin Volta vorher zusammensetzen sollte, werden wir wohl in nächster Zeit noch sehen. Naja. Hast du schon? Nee, ich habe auch noch keinen Nee? umgelegt. Ich habe gelesen, dass du hast schon jemanden. Stimmt nicht? Okay. Glaub Ja. niemals, dass das im Internet ist, Leute, ja? Das ist, was ich meine. Also der Typ ist nur auf Fame aus. Mhm. Womit ich kein Problem hätte, wenn mich jemand anspricht, ich hab mich ja alleine hochgearbeitet. Also ich habe ja von meinem ersten Zuschauer bis zu meinem 300.000., 315.000., 20.000., was auch immer ich jetzt aktuell habe, von meinen Followern her, ich habe mich ja von meinem ersten Follower bis zu den jetzigen Followerzahlen hochgearbeitet. Und auch auf zig Plattformen. Ich habe kein Problem damit, andere Leute zu unterstützen. Danke für die ganzen Bären. Hört ihr das? Der Drachenlord hat sich das alles selbst erarbeitet. Vom ersten bis zum letzten Follower hat er das alles selbst gemacht. Also im Grunde ein Eingeständnis, dass er durch seine Provokation dafür selbst verantwortlich ist, dass er der meistgehassteste Streamer in Deutschland ist. Aber um mal auf seine eigentliche Intention zu sprechen zu kommen, er meint wirklich, er hat sich das erarbeitet aufgrund von seinem Content und von seinem Charakter. Oder irgendwelchen anderen Merkmalen. Dass er nur irgendeine Reichweite hat aufgrund des Hates, will er gar nicht einsehen. Aber wir kommen da gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Ja, also wie gesagt, der Typ ist halt auf Fame aus. Ich habe, wie gesagt, nichts dagegen. Ich habe auch kein Problem damit, jemanden ich hasse diesen Begriff auf mich selber. An diesen Fame habe ich kein Problem, jemanden teilhaben zu lassen. Oder jemanden an meiner Reichweite teilhaben zu lassen. Habe ich kein Problem damit. Aber wenn ich den Leuten dann sage, ey, pass auf, wenn du mit mir streamst und mit mir matchst und mit mir irgendwas machst im Internet, was online ist und das kriegt jemand von den Hatern mit und die Leute gehen auf dich los, das muss dir klar sein, das muss dir bewusst sein. Und ich die Leute aufkläre. Und dann, ja, alles in Ordnung. Dann mache ich zwei, drei Streams mit denen, zwei, drei Matches mit denen. Und dann plötzlich fangen die an, gegen mich zu schießen. Das war jetzt bei,
dem Zubi so, das war bei News so und noch bei einigen anderen. Und die haben alle gegen mich geschossen und schießen auch gegen mich, obwohl ich denen überhaupt nichts getan habe. Ich meine, ich war mit dem Zubi wie lange online? Einen Tag, zwei, einen Tag war ich mit ihm online, eine Stunde oder so oder eine halbe Stunde. Und plötzlich geht er her und kommt noch ein letztes Mal mit mir ins Gespräch, sagt noch, er möchte keinen Stress, er möchte keine Probleme, geht raus, zack, schießt sofort gegen mich. Und ich denke mir, hä, was habe ich denn jetzt getan? Ja, vielleicht hat er sich mal über dich informiert, so wie alle anderen das ja auch machen, die ein wenig Grips im Kopf haben. Denn du sagst es doch auch immer noch. Glaubt nicht immer alles, was im Internet erzählt wird, sondern macht euch euer eigenes Bild. Durch verschiedene Quellen. Also gilt das ja auch für die Leute, die mit dir gesprochen haben und sich nicht nur von deiner Lügenschallplatte überzeugen lassen wollen, sondern auch mal eine andere Informationsquelle hören möchten. Ich meine, dafür betreibe ich und ja auch viele andere ihre Kanäle, um das halt bekannt zu machen, wie du halt in Wirklichkeit bist und dass nicht nur deine Lügen im Raum stehen bleiben, sondern auch die Wahrheit, die halt mal von der anderen Seite ausgesprochen wird. Und ich bin mir auch sicher, wenn Birella mal mit einigen Leuten spricht, die ja auch zum Beispiel auf TikTok Aufklärungsarbeit leisten, dann denke ich, wird sie das auch noch stark überlegen, ob sie mit dir nochmal streamen möchte. Das ist echt nicht mehr normal. Also da sage ich auch schon lange, dass da nicht irgendwas vom Staat her unternommen wird gegen diese Leute, verstehe ich nicht. Weil das ist so viel kriminelle Energie und so viel kriminelle Handlungen, die da abgehen. Der Staat könnte wahrscheinlich sich ein Jahr lang davon finanzieren, nur dadurch, dass er diese ganzen Leute mal hinter Gitter bringt. Weil die dadurch wahrscheinlich Millionen oder Milliarden sparen würden an Ausgaben, die dann noch woanders machen. Weil die sind ja nicht nur auf mich oder auf dich oder auf die Leute, mit denen wir hier unterwegs ist, so, sondern die machen ja auch noch auf andere Leute und so weiter. Und dann schicken die damit, dann machen die da Kreditkartenbetrüge und was weiß ich alles. Ja, hört mal, ihr alle, weil ihr alle meine Videos schaut, seid ihr natürlich auch alles Hater und laut dem Drachensold solltet ihr alle ins Gefängnis, weil ihr so schlimme Menschen seid, die alle Kreditkartenbetrügereien machen und noch vieles mehr, wodurch der Staat ein Jahr lang sicher finanzieren könnte, wenn ihr alle im Knast seid. Wenn jemand seine Zahlenlogik mal durchdrungen hat und das verstanden hat, dann schreibt mir mal bitte kurz, weil ich habe es noch nicht geschafft, diese Gedanken irgendwie richtig zu durchschauen. Aber schau, durch diese Hater wärst du vielleicht nicht dort, wo du bist. Wärst du vielleicht irgendwo unzufrieden bei der Arbeit oder so. Ich denke, ich wäre immer irgendwie auf YouTube gelandet und hätte immer irgendwie Videos und Streams gemacht und hätte auch davon leben können. Ich denke, bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Punkt hast du bestimmt recht. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einer gewissen Reichweite, wäre ich nie dahin gekommen ohne die Hater. Auf der anderen Seite muss ich dazu auch sagen, wenn die Hater nicht wären, mittlerweile, ab dem bestimmten Punkt von der Reichweite, haben die mich nur noch gebremst. Also die haben mich bis zu einem bestimmten Punkt haben die mich gepusht und dann haben die mich nur noch gebremst. Weil, als Beispiel, ich kann keine Sponsoraufträge machen, also ich kriege keine Sponsoren für meine Videos und Streams. Wenn ich zum Beispiel die ganze Zeit draußen rumrenne, könnte ich zum Beispiel, ist nur ein Beispiel, ne, könnte ich Werbung für Adidas Schuhe machen, weil ich die ganze Zeit mit Adidas Schuhen rumrenne. Und dazu vielleicht Klamotten vom EMP, so, weil ich ja immer Metal, ich bin ja Metaler, ich trage ja Metal-Musik und Klamotten und alles. Okay, darüber müssen wir jetzt mal sprechen. Er meint wirklich, die Hater sind nur damals ein kleiner Push gewesen, aber er wäre immer, auch ohne Hater, auf YouTube groß rausgekommen und hätte von seinem Kanal leben können, auch wenn er keine Hater hätte. Das heißt, er sieht sich zu diesem ganz kleinen Teil der YouTuber-Community an, die es halt schaffen, von ihrem Kanal leben zu können und das auch, wenn er keine Hater gehabt hätte. Und das ist somit die dümmste und realitätsfremdeste Aussage seit langem von ihm. Er ist wirklich überzeugt von seinem Content. Man denkt sich jetzt halt so, der muss doch selber merken, dass er da nur Müll produziert. Aber der Drachenlord meint von sich selber, dass er auch ohne Hater von seinem Content leben könnte. Dabei sind die Hater sein einziger Content, wie wir ja alle wissen, warum die Leute ihn überhaupt anschauen. Für mich ist das wirklich ein ganz, ganz schlimmer Realitätsverlust, den er da zeigt, und das macht mir einmal mehr klar, dass er wirklich Hilfe benötigt, um in der Realität wirklich klarzukommen. So. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, also ich kann sagen, sei, pass bloß auf, dass das sich nicht irgendwann mal ändert, weil es so aussehen wie ich möchte es definitiv nicht, mit meinen fast 200 Kilo. 200 Kilo. Machst du keinen Sport Fast. oder irgendwas? Bist du zu faul, oder? Verstehe ich. Zu faul nicht. Das Problem ist, sowas ist, ich müsste es, wenn ich das richtig, wenn ich es mache, ich sage jetzt bei mir, ich mache alles, was ich mache, immer vernünftig. Also ich mag diese halbgaren Sachen nicht. Das heißt, wenn ich das vernünftig machen wollen würde, Hast du keine Zeit für YouTube und... dann würde ich in ein Fitnessstudio gehen und so weiter. Das Problem ist, ich kann ja schlecht mich in einem Fitnessstudio anmelden, aber wenn ich in ein Fitnessstudio gehe, habe ich das gleiche Problem wie mit den Hotels, mit den
Wenn ich kann ja sowas alles nicht machen, weißt Ich komme aus dem Kopfschütteln auch nicht mehr raus. Der Drachenlord macht alles, was er macht, vernünftig. Das ist wohl die mieseste Lüge seit langem. Du machst gar nichts vernünftig. Sollen wir mal hier bei diesem Streamhalter anfangen? Wenn du vernünftig gestreamt hättest, würdest du dabei nicht essen. Genau das ist so dieses Halbgare, wenn du während des Streams den Zuschauern die Ohren vollschmatzt. Aber der Drachenlord macht alles, was er macht, vernünftig. Und nein, nein, zu faul ist er nicht für den Sport. Es gibt ja halt immer irgendeine andere Ausrede. Einfach lächerlich hoch 10, wenn ihr mich fragt. Und das ist für mich halt alles so ein Problem, deswegen kann ich das nicht machen. Und wenn das mal machbar wäre oder machbar ist, dann würde ich das auch durchziehen. Vor einem halben Jahr, Leute, war das vor einem halben Jahr? Vor einem halben Jahr war das, glaube ich. Und da haben die Hater gesagt, ja, wir würden das voll feiern, wenn du abnehmen würdest. So. Und dann hat Ofenkäse sogar gesagt, in einem Video, hat er das gesagt oder hat er das eingeblendet, irgendwas, danke für die Brille, hat er dann gesagt gehabt, er wäre sogar bereit, weil ich habe gesagt, für mich mit meinem Gewicht wäre das Beste an Sport, was ich machen könnte, schwimmen gehen in ein Schwimmbad. Also habe ich in einem Livestream, hat er in einem Video dann gesagt, er wäre bereit, das zu bezahlen für einen Monat und wenn er dann sieht, dass es funktioniert, dann kann man da weiterreden drüber. So. Dann habe ich da in einem Stream drüber gesprochen und habe zu den Leuten gesagt, passt auf, ihr wollt, dass ich abnehme, wir machen einen Deal. Ich sage euch jetzt, in welches Schwimmbad ich gehe. Und wenn in diesem Schwimmbad nichts passiert, ich bin da gar nicht gewesen, aber wenn ihr jetzt in dem Schwimmbad keinen Scheiß baut, dass ich da in das Schwimmbad gehen kann, wir brauchen übrigens 9 Rosen, Leute, von 9 Leuten. Ja, 9 Rosen von 9 Leuten, ja. So. Igor, danke schön. Danke, 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 danke. Dann können wir das so machen, dass ich dann diesen Sport da mache. Wäre kein Problem, ziehe ich durch, gehe ich den ganzen Monat da jeden Tag hin. Dann müsst ihr aber mich in Ruhe lassen, dürft ihr keine Scheiße vor Ort bauen, wenn ich da bin und so weiter. Eine Stunde nach dem Stream schaue ich auf die Webseite von diesem Schwimmbad, von diesem Hallenbad, nur negative Rezensionen. Ja, darüber müssen wir dann auch also nochmal reden. Denn der Drachenlord hat es scheinbar immer noch nicht verstanden. Ich habe das nie gesagt. Weder in einem meiner Videos, noch wie du es ja sonst meintest, bei Jason und Katar mal in einem Stream, wo ich ja noch nie Gast war. Da waren Klonter oder Laubsäge zum Beispiel. Vielleicht hat von denen mal jemand sowas gesagt. Gut möglich. Ich habe das aber niemals gesagt. Und weißt du, woher ich das so genau weiß? Ich würde dir niemals Geld geben. Nicht als Geschenk, nicht als Almosen und erst recht nicht als Schwimmbadkarte, die du dir selber kaufen kannst von deinem Geld, was du verdienst. Besser gesagt, nicht verdienst, aber erbettelst. Wieso sollte ich dir irgendwas zahlen, damit du abnimmst? Du machst mehrere tausend Euro im Monat. Kauf dir deine Schwimmbadkarte doch selber. Mir ist es persönlich egal, ob du 100 Kilo oder 300 Kilo wiegst. Du bist für dein Leben verantwortlich, nicht ich oder irgendein anderer Hater. Aber das ist ja auch wieder diese typische Winkler-Logik. Er hört irgendwo einen guten Tipp, dass er zum Beispiel schwimmen gehen soll. Und das habe ich damals in diesen Laufvideos ja zum Beispiel auch gesagt, dass er lieber schwimmen gehen sollte, anstatt zu laufen aufgrund seines Gewichtes und der Belastung für die Gelenke. Aber anstatt dann zu sagen, okay, ich nehme mir das jetzt in die Hand als guten Vorsatz und mache das, will er das mit irgendeiner Aktion jetzt verbinden, dass die Hater ihm das bezahlen. Also mal ernsthaft, hast du sie noch alle? Bei einem Einkommen von 5.000 bis 6.000 Euro letzten Monat willst du andere für deine Schwimmbadkarte zahlen lassen, damit du dich für deine Gesundheit ein bisschen bewegst und dein Gewicht verlierst? Merkst du eigentlich nicht, dass du da selber für sorgen musst? Da brauchst du keine extrinsische Motivation, das muss eine intrinsische Motivation sein. Aber das ist ja auch dieses alte Thema. Probleme oder Verpflichtungen, für die man selber ein bisschen Engagement zeigen müsste, um es zu lösen bzw. irgendwie zu regeln, werden auf andere abgeschoben. Ofi soll mir die Schwimmbadkarte zahlen, die Gemeinde soll mir eine Wohnung geben, die Politik soll alle Kritiker verstummen lassen und, und. Dass der feine Herr mal selber dafür verantwortlich ist, in seinem Leben was zu ändern und das mal in den Griff zu bekommen, das kommt ihm nicht in den Sinn. Also nochmal zusammengefasst, nein, mein lieber Drachenlord, ich werde dir nie was bezahlen, solange du im Internet aktiv bist. Komm du mal drauf klar, dass du für dein Leben selber zuständig bist und deine Probleme, Kosten und Verpflichtungen nicht immer auf andere abschieben kannst. Wir haben, du bist auf YouTube live. Du bist da live. Ich denke mir, ah, okay, das gefällt mir. Brauche ich Reichweite, weißt du? Ich bin neuer Streamer hier. Ja. Eigentlich. 4 Monate bin ich da. So. Also, ich bin froh, dass ich dich getroffen habe. Auch wenn ich den Account verloren habe. Hört man gar nicht raus, dass da jemand ziemlich famegeil ist, oder? So. Also, ich denke,
Die Hater sind sowieso so ein komisches Völkchen. Also es gibt einen Typen, der nennt sich Hank Losse. Ich sag mal Hank Loser zu ihm. LOSE geschrieben wird, sag ich mal Loser. Und der Typ, der hat jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre. Yay, win. Danke, Leute. Leute, gib ein bisschen Gas bei mir. Ich muss die Aufstrebende überspringen. Also ich brauche so drei große Löwen und zwei Unis. Wer kann, der kann, ja. Und das ist ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Ja. Ja, jedenfalls, dieser Hank Glosse ist halt so ein Typ, der stellt sich halt auch als so extrem cooler Typ hin, ne? So, ist ein Hater von mir, der steht auch dazu, der postet nur Videos und Zeug über mich und verdient damit Geld, ja? Und diese Kohle, die er damit verdient, der lebt in den USA, oder eigentlich lebt er in den USA. Ich glaube in Ohio. Also mal Grüße nach Ohio, mein lieber Hank, ne? Ich habe gehört, du hast deine Monetarisierung verloren auf deinen Videos. Da kannst du jetzt kein Geld mehr für die leicht bekleideten Damen ausgeben. Der geht nämlich gerne her und gibt für Damen, die sich für Geld, ne, bezahlen lassen und dann dadurch auch noch drogenabhängig sind, gibt er Geld aus und dann stellt er sich als der gute Typ hin. Wo er dann die noch gegen ihren Willen filmt, ohne dass die das wissen, mitkriegen und wissen, was das sicher ist. Der Typ ist nicht ganz dicht. Also, aber jetzt kann er kein Geld mehr dafür ausgeben, weil er kein Geld mehr verdient. Uiuiui, da müssen wir jetzt mal auch drüber sprechen, denn da sind so einige Anschuldigungen dabei, die Hank möglicherweise strafrechtlich geltend machen könnte, wenn ich das jetzt mal so als juristischer Laie so anhöre. Also zuerst, Hank hat auf seinem Kanal die Monetarisierung verloren. Darüber hat er gestern bereits ein Video gemacht. Das heißt ja aber nicht, dass er die für immer verloren hat. Er kann dagegen ja Einspruch einlegen und er kann sich auch nach 90 Tagen wieder dafür bewerben. Genauso könnte er auch auf einer anderen Plattform ausweichen und da irgendwie weitermachen, so wie Arnie Degger das jetzt gemacht hat. Und wenn wir natürlich mal ehrlich sind, Hank hat immer noch 22.600 Abonnenten mehr als du auf YouTube, mein lieber Drachenlord. Aber dass du sagst, er zieht leicht bekleidete Damen gegen ihren Willen vor die Kamera und filmt sie gegen ihren Willen, das ist schon etwas, was du belegen müsstest. Das ist im Grunde einfach nur eine Unterstellung von dir, dass er das macht und die Damen das eigentlich nicht wollen, aber er sie vor die Kamera zieht. Da wäre ich an deiner Stelle wirklich vorsichtig mit solchen Äußerungen und solchen Beschuldigungen. Na, ich bin auf jeden Fall gespannt, was Hank dagegen sagt. Aber mal ganz nebenbei, merkt ihr wieder, wie stark das Thema Hater heute im Stream vertreten ist? Ich will ja nicht in der Vergangenheit reden und jeder, der im Chat Hater anspricht, wird sofort von mir gebannt. Aber dann redet er die ganze Zeit über diese ominöse Freibadkarte von Ofi, die ich ihm ja versprochen haben sollte, über Hank und seinen Kanal und und. Und da sieht man mal wieder, er hat nur dieses eine Thema. Aber er ist trotzdem der Meinung, er hätte es auch ohne Hater auf YouTube zum Durchbruch geschafft und davon leben können. Ist klar. Leute, gib jetzt Gas, ich bin schon beim Das musst du Aufstrebenden. mit Ding klären. Ich muss aber noch kurz was loswerden. Hank, du bist besiegt, du Lutscher. Ja, und ich habe Weil der diese streamt Küken. gerade. Ich habe. Ja, okay, also eine Beleidigung ist jetzt auch noch mit dabei. Ja, der Drachenlord macht sich wieder Freunde und der Bewährungshelfer schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. Aber hey, zumindest hat sich der Medienberater ja wahrscheinlich ordentlich gelohnt, oder was meint ihr? Ah, okay, ich muss wahrscheinlich doch gehen gerade, weil ich sehe gerade, jetzt ist. Ich dachte, das Match ist schon zu Ende gewesen jetzt gerade. Mich Bin wundert, warum pleite, ich dir sende keine ein Frage mehr Uni. schicken kann. Send du mir erstmal ein Uni. Jetzt kriege ich Probleme hier, wenn ich jetzt den 22 Uhr Licht ausmache. Ja, hast ja Tut mir echt recht. leid. Ja, Alles gut. ich dachte, das Match ist jetzt noch, ist schon zu Ende gewesen, aber das war es noch nicht. Alles gut. Geh Alles klar. da nicht ausmachen. Wir sehen uns Mach bestimmt ich. morgen wieder. Ja, auf jeden Schlaf Fall. schön, mein Bester. Mach's gut. Schlaf Ciao, schön. I. Mach's gut. Ciao. Du auch. So, Leute, ich muss offline gehen, sonst kriege ich Ärger. Drache, bitte keinen Namen nennen beim Spenden. Werde zugespammt mit Nachrichten. Entschuldigung. Gute Nacht, ja. Ja, in der Einrichtung ist es halt echt beschissen, wenn man. Ich hasse, ich hab seit 20 Jahren keine Zu-Bett-Geh-Zeiten mehr, wisst ihr? Und hier habe ich jetzt wieder welche. Sind echt pingelig. Da muss ich echt aufpassen. Also, ich wünsche euch eine gute Nacht. Macht's gut, schlaft schön. Euer Drache.
Ja, und hier versucht er nochmal wieder 3D-Schach zu spielen, indem er sagt, die Einrichtung, in der er ist, ist halt etwas pingelig. Wenn er das schon so sagt, dann können wir ja eh alle raushören, dass er in keiner Einrichtung ist, wo er im Moment untergekommen ist. Sonst verneint er sowas immer und jetzt auf einmal hat er das zugegeben. Das macht er nur, weil er genau weiß, dass viele Leute das glauben im Moment und er nur an dieser falschen Stelle halt Gerüchte pushen kann, um nicht in seiner wirklichen Unterkunft gefunden zu werden. Er ist halt zu durchschaubar. Vermutlich wird er bei jemandem privat sein, der ihm klar gesagt hat, ab 22 Uhr ist Schicht, weil vielleicht irgendwelche anderen Bewohner dann pennen gehen oder sonst was. Aber in einer Einrichtung ist er ziemlich sicher nicht. Naja gut, das war's dann vom Stream und ich bin mal gespannt, was wir von Hank noch so dazu hören. Ansonsten scheint der Drachlord im Moment wieder ziemlich weit oben auf zu sein, zumindest so von seinem Gefühl her, wenn er Hank schon als besiegten Lutscher bezeichnet. Dann ist er auf jeden Fall wieder gut am Provozieren. Ich bin gespannt, was sich da noch so entwickelt. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch eine schöne Restwoche, startet morgen gut in das Wochenende und bis zum nächsten Video sage ich, Mädel auf, meine Freunde!